Heute überschreiten wir die Grenzen von Raum und Zeit und kehren ins erste Jahrhundert nach Christus zurück, um Zeugen eines Wendepunkts in der Geschichte zu werden. Wir werden einem Christenverfolger begegnen, dessen religiöser Eifer ihn nicht mit Liebe, sondern mit Hass erfüllte. So groß wurde sein Wahn, dass er begann, Menschen, deren Überzeugungen von seinen abwichen, gnadenlos zu verfolgen. Doch auf seinem Weg nach Damaskus traf diesen Mann ein Lichtstrahl aus dem Himmel. Damaskus, die heutige Hauptstadt Syriens, ist die am längsten besiedelte Stadt der Erde. Seit Jahrhunderten glänzt das Sonnenlicht auf ihren Dächern, aber dieses Licht war anders. Es war das Licht der Wahrheit, das diesem Mann die Blindheit seines Hasses offenbarte, seinen Geist erleuchtete und sein Herz durchflutete. Es war das Licht Jesu Christi, und der Mann wurde für immer verwandelt. Er wurde zum wichtigsten Botschafter Jesu Christi aller Zeiten und für alle Generationen. Dies ist seine Geschichte. Der Apostel Paulus. Er kam als Christenverfolger nach Damaskus und verließ die Stadt als Apostel. Nach einem Buch des Neuen Testaments. Dieser Film entstand in Damaskus, an den historischen Schauplätzen. Es heißt, Steine sind stumm, aber unser Herr Jesus hat ganz anders davon gesprochen, als er nach Jerusalem kam. Alle Jünger begannen voll Freude, Gott zu loben wegen all der Wundertaten, die sie erlebt hatten. Und sie sagten, gesegnet sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe. Aber einige Pharisäer waren in der Menge und riefen Jesus zu, Meister, bring deine Jünger zum Schweigen. Aber Jesus antwortete den Pharisäern, ich sage euch, auch wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Heute sprechen diese Steine in Damaskus eine Sprache, die die Welt verstehen kann. Wir werden den Steinen ihre Stimme geben und sie werden Geschichten von Liebe und Licht erzählen. Sie sind die Zeugen vieler historischer und heiliger Ereignisse. Thank you.
Damaskus. Hier sind meine Wurzeln und hier ist mein Herz, mein Lied und hier finde ich Frieden. Aber können wir Frieden und Freude finden, wenn wir die Geschichte studieren? O Damaskus, du betörst mich mit einem Duft, dessen Süße selbst der Rose Neid erweckt. Die Wüsten im Osten dürsten danach, dass du dich ergießt, sie bis zum Rand mit deinen Wonnen erfüllst. Du bist überschäumend im Triumph, ungebeugt in der Niederlage, und du trägst das Ehrenmal der biblischen Vergangenheit, die heute in neuem Glanz erstrahlt. Wo soll ich den Anfang machen? Damaskus mit seinen vielen grünen, üppigen Gärten liegt eingehüllt in den wunderbaren Duft der zahllosen Linden- und Olivenbäume. Vom Berg Kassiun aus können wir die Silhouette der prächtigen Stadt, die sich vor uns ausbreitet, bewundern. Hier, auf dem Berg namens Tel Kaukab, hat ein Wunder stattgefunden, eine Begegnung, die Herz und Leben von Saulus völlig veränderte. Und wer ist dieser Saulus? Saulus war sein hebräischer Name. Er wurde um das Jahr 10 als Sohn jüdischer Eltern in der Stadt Tarsus geboren, in der Provinz Zilizien, deren Einwohner römische Bürgerrechte besaßen. Tarsus hat seinen Namen beibehalten und ist heute eine türkische Stadt. Saulus genoss durch seine Geburt in Tarsus viele Privilegien eines römischen Staatsbürgers. Er bezeichnete sich sogar selbst einmal als römischen Bürger. Aber bereits als Junge ging er nach Jerusalem und studierte dort. Er kam aus dem Stamm Benjamin und gehörte einer der strengsten religiösen Ausrichtungen des antiken Judentums an, und zwar der orthodoxen Rabbinergruppe der Pharisäer. Er studierte das mosaische Recht unter Gamaliel, einem der einflussreichsten jüdischen Gelehrten der damaligen Zeit und Mitglied der wichtigsten jüdischen Instanz, nämlich des Hohen Rats der Sanhedrin. Habt ihr die Lektion verstanden? Wir haben die Lektion verstanden, Lehrer. Wer von euch hat vielleicht noch eine Frage? Ich habe eine, Rabbi Gamaliel. Dann sprich nur zu, Saulus. Wie lautet deine Frage? Wo wird der Messias, der König der Juden, geboren werden? In Bethlehem. Denn er wird dem Stamm Juda entspringen und ein Nachkomme von König David sein. Darum betet alle, dass der allmächtige Gott uns, seinem auserkorenen Volk, den Messias, den Erlöser, den König der Juden schicken wird. Amen. Amen. Aus diesem Grund verfolgte er das im ersten Jahrhundert entstehende Christentum gnadenlos und unerbittlich. Er hielt die Anhänger des neuen Glaubens für fehlgeleitete Ketzer. Immer erbitterter bekämpfte er die frühen Christen. Er verbannte sie, tötete sie sogar. Er wollte das Abweichen vom Glauben Abrahams und Moses und der anderen Propheten mit allen Mitteln verhindern. Er war ein Fanatiker und unbedingt entschlossen, das Christentum zu unterdrücken. Später in seinem Leben bekannte sich Saulus selbst schuldig, die Christen unerbittlich verfolgt zu haben. Aus diesem Grund, König Agrippa, war ich davon überzeugt, dass es meine Pflicht war, den Namen und die Lehre des Jesus von Nazareth mit allen Mitteln zu bekämpfen. Wisst ihr, ehrbarer Festus, man könnte diesen Mann hier durchaus freilassen, nicht wahr? Hätte er sich nicht auf den Kaiser berufen und ihn um Hilfe gebeten. Und was hast du getan? Ich ließ mir von den Hohepriestern eine umfangreiche Vollmacht geben. Und ich habe viele Christen ins Gefängnis bringen lassen. Und viele Male habe ich sie überall in den Synagogen so lange gequält, bis sie Christus verleugneten. In meinem unendlichen Hass gegen sie verfolgte ich sie am Ende sogar bis in die Städte anderer Länder. Jesus von Nazareth befand sich in göttlichem Auftrag auf der Erde, als Saulus ein junger Mann war. Die christliche Lehre verbreitete sich in der ganzen Region. Jesu Worte waren Worte der Wahrheit, die im direkten Widerspruch zur Scheinheiligkeit und den Irrlehren der damaligen Zeit standen. Die Wunder und das Evangelium berührten die einfachen Menschen. Und Jesu Gefolgschaft wuchs rasch an. Nach seiner Kreuzigung und Auferstehung am dritten Tag wurde die Lage für die religiösen Führer noch schwieriger. Denn die Nachricht von Jesu Auferstehung und Himmelfahrt ließ sich nicht mehr unterdrücken. Es gab einfach zu viele Zeugen.
In dieser Situation sah sich die religiöse Führung genötigt, ihre Anstrengungen zu verstärken, diese Quelle der Irritation zu bekämpfen. Die Menschen, die Jesus folgten, wurden damals Anhänger des neuen Weges genannt. Viele Anhänger des neuen Weges flohen vor der Verfolgung aus Jerusalem nach Damaskus. Denn Saulus jagte sie, spürte sie in jedem Haus auf, um sie ins Gefängnis werfen zu lassen, wo sie brutal ausgepeitscht und gnadenlos gefoltert wurden. Saulus war davon überzeugt, dass er damit seinem Gott einen sehr wichtigen Dienst erweisen würde. In seinem Fanatismus und blinden, unaufhaltsamen Eifer glaubte er, er könne die gefährliche neue Bewegung aufhalten, indem er diejenigen vernichtete, die sie in Jerusalem verbreiteten. Es waren dies besonders die Jünger des gekreuzigten Nazareners, die anschließend an das Pfingstfest nach der Aussendung des Heiligen Geistes ihre Verstecke verlassen hatten. Sie wollten unbeirrt, ohne Angst vor ihren Verfolgern, mutig und im Angesicht ihrer Feinde das Evangelium öffentlich verkünden. Israeliten! Hört ihr Israeliten! Hört ihr Israeliten! Hört ihr Israeliten! Dieser Mann, den ihr gekreuzigt habt, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Danach ist er in den Himmel aufgestiegen. Wir alle waren Zeugen davon. Gott, der Herr, hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Heiland gemacht. Jesus Christus ist unser Herr und Erlöser. Unser Herr und Erlöser. Saulus, ich habe dich überall gesucht. Es geht um Stephanus, einen der Anhänger von Jesus. Wir haben gehört, wie er Gott und Mose gelästert hat. Und dann behauptet er auch noch, dieser Jesus werde den Tempel zerstören und die Gesetze ändern, die uns Mose doch gegeben hat. Freunde, liebe Brüder und liebe Väter, hört mich an. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war. Und Gott sprach zu ihm: Verlasse dein Land und deine Verwandten. Und so ging er aus dem Land der Chaldäer und ließ sich in Haran nieder. Wo willst du denn hin? Willst du Stephanus' Rede gar nicht hören? Von da komme ich gerade. Er besitzt die Frechheit, uns Ordnung und Sitte zu predigen. Nun entschuldige, ich habe jetzt noch zu arbeiten. Zu jener Zeit wurde Mose geboren. Und er war ein wunderschöner Junge. Er lebte 3 Monate lang im Hause seines Vaters. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharaos wie ihren eigenen Sohn auf.
Ja, Mose wurde unterrichtet in allen Wissenschaften der Ägypter. Und alles, was er sagte und tat, genoss hohes Ansehen. Als Mose 40 Jahre alt geworden war, erschien ein Engel vor Mose. In der Wüste, an dem Berge Sinai. In der Feuerflamme eines Dornbusches. Mose sah diese Erscheinung. Und er wunderte sich über den Anblick. Als er aber näher herantrat, um alles zu sehen, hörte er die Stimme Gottes. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du erdreistest dich, uns das Gesetz Moses zu lehren, du Narr! Und da erzitterte Mose. Dann sagte der Herr zu ihm, du darfst nicht näher treten. Zieh die Sandalen von deinen Füßen, denn das Land, auf dem du stehst, ist ein heiliger Ort. Ich habe meines Volkes Klagen in Ägypten gehört. Gehorche mir, ich will dich zu ihnen schicken. Dieser Mose, den sie verleumdeten, als sie sprachen, wer hat dich zum Anführer und Richter bestellt? Den hat Gott als ihren Befreier auserkoren. Er ist der, der sie anführen sollte. Er geleitete sie aus dem Land, nachdem er Zeichen und Wunder in Ägypten vollbracht hatte. Und im Roten Meer und in der Wüste, 40 Jahre lang. Dies ist der Mose, der zu den Kindern Israels gesagt hat, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, erwecken unter euren Brüdern, so wie mich. Auf den sollt ihr hören. Dieser ist es, der in der Wüste mit dem Engel war, der mit ihm redete auf dem Berge Sinai. Und er redete mit unseren Vätern. Diese aber waren nicht gehorsam und wandten sich mit ihren Herzen nach Ägypten um. Sie machten sich ein Götzenbild und brachten ihm Opfer dar und freuten sich über das gelungene Werk ihrer Hände. Halsstarrigen und Ungläubigen, ihr seid taub in euren Herzen und Ohren, ihr widerstrebt allezeit Gott und dem Heiligen Geist Gottes, wie es eure Väter in der Vergangenheit getan haben. So tut ihr es auch. Ihr sollt schweigen. Bringt ihn zum Schweigen und schafft ihn weg von hier. Er ist ein Gotteslästerer. Er lästert Gott und verstößt gegen die Gesetze Moses. Bringt ihn zum Schweigen und schafft ihn weg von hier! Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die verkündeten, dass der Gerechte, der Messias, kommen würde. Er, der nun von euch verraten und ermordet wurde. Ihr habt das göttliche Gesetz empfangen und ihr habt ihm nicht gehorcht. Ihr habt das göttliche Gesetz empfangen und habt ihm nicht gehorcht. Ihr habt ihm nicht gehorcht. Steinigt ihn! 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 Ich sehe den Himmel offen stehen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes unseres Vaters sitzen.
Saulus Zorn war immer noch nicht besänftigt. Nicht einmal nach der Steinigung von Stephanus, dem heiligen Diakon und ersten christlichen Märtyrer. Hier hast du sie, Saulus. Wie du gewünscht hast, erhältst du schriftliche Vollmachten an die Obersten in Damaskus. Ausgestattet mit diesen Schreiben wirst du in der Lage sein, die Anhänger des Jesus von Nazareth gefangen zu nehmen. Ich lege sie in Ketten und bringe sie nach Jerusalem. Das schwöre ich. Und ich schwöre es bei Gott. Stephanus voller Hass durch das Damaskustor aus der Stadt Jerusalem auf eine Stätte gezerrt, wo ihn Steinigung und Tod erwartete. Durch dasselbe Tor, durch das Saulus in die Ferne gezogen war, weil er dachte, er könne die Ausbreitung des Christentums verhindern, indem er es in Damaskus ausrottete. Was ist los mit dir, Saulus? Du siehst besorgt aus. Nein, ich bin nicht besorgt, Ruben. Ich bin nicht besorgt. Aber ich bete zu Gott, ich könnte die Strecke nach Damaskus wie im Flug zurücklegen, um die Anhänger des Nazareners gefangen zu nehmen und diese Verräter auf das Schwerste zu bestrafen. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Was ist denn los mit dir, Judas? Du siehst so beunruhigt aus. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, Esther. Ich weiß es wirklich nicht. Sage mir, was ist es? Was verschweigst du mir? Ich habe erfahren, dass Saulus aus Tarsus, der viele unserer Glaubensbrüder in Jerusalem verfolgt, verhaftet, gefoltert und brutal unterdrückt hat, nun auf dem Weg nach Damaskus ist, um die Gläubigen auch hier gefangen zu nehmen. Sei unbesorgt. Der Herr ist mit ihnen und mit uns. Er sieht und hört alles. Denkst also wirklich, ich könnte um mich selbst besorgt sein? Nein, nein, niemals. Warum sollte ich mich fürchten, wenn Jesus, unser Messias, uns versprochen hat, uns bis ans Ende der Zeit in der Not nicht zu verlassen? Warum machst du dir dann solche Sorgen? Ich sorge mich, Teuerste, wegen der Menschen, die die Botschaft Jesu noch nicht vernommen haben. Aber steht das nicht in Gottes Macht ganz allein? Ja, ich setze all meine Hoffnung auf den Herrn.
Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. O Herr, was willst du, dass ich tue? Steh auf und gehe in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Zu wem hat Saulus da gesprochen? Hast du auch gehört, was ich gehört habe? Ich weiß es nicht. Ich habe nur Saulus Stimme gehört. Und ich habe nur das Licht gesehen, das ihn eingehüllt hat. Das Licht kam aus dem Himmel. Vielleicht hat er mit einem Engel gesprochen. Vielleicht ist Gott ihm erschienen. Gelobt seist du, Herr. Gelobt sei Gott. Gelobt sei Gott. Es war Jesus von Nazareth, der von den Toten Auferstandene, Jesus Christus, der Lebendige. Es war genau derselbe Jesus, von dem die Juden dachten, dass sie ihn für immer beseitigt hätten. Seine himmlische Herrlichkeit leuchtete und strahlte so hell, dass sie Saulus Augen mit ihren Strahlen geblendet hatte. Es war also wahr, dass Jesus von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgestiegen war. Die zentrale Figur dieses unglaublichen Erlebnisses ist Jesus Christus, der Erlöser. Saulus hat also nicht nur irgendeine einfache Vision gehabt, sondern er ist Jesus Christus, dem Heiland der Menschen, selbst begegnet. Gelobt seist du, mein Gott, in all deiner Herrlichkeit. Ja, an diesem Ort öffnete der Himmel seine Tore, genau an diesem Ort nahe Damaskus, Tel Kaukab. Dieser Name bedeutet in der Übersetzung Stern und erinnert an den hellen Morgenstern, das Licht Jesu Christi des Erlösers, das heller schien als die Sonne. Es strahlte in Saulus Herz hinein und erleuchtete seine Finsternis. Das Licht führte ihn von der Sklaverei in die Freiheit. An dem Ort hier wurde dieses Kloster gebaut. Es ist bekannt unter dem Namen das Kloster der Erscheinung. Eine alte Straße in Damaskus. Sie trägt den Namen Gerade Straße. Und Saulus ist auf dem Weg zum Haus eines der Jünger Jesu Christi, unseres Retters und Erlösers. Auf dieser belebten Hauptstraße in Damaskus, namens Gerade Straße, befindet sich heute der bekannte Medhat Pascha-Markt. Er ist berühmt für sein großes Angebot an Kunsthandwerk, dessen Fähigkeiten seit Generationen weitergegeben werden. Als besondere Sehenswürdigkeit gelten auch die damaszenischen Häuser zu beiden Seiten der Straße. Ja, eins der vielen Häuser in der geraden Straße ist das Haus von Judas, einem Anhänger der Wahrheit und des Lichts Jesu Christi, des wahren Erlösers der Menschen. Ich bitte dich, Saulus. Nochmal versuchen, ihn zum Essen zu bewegen. Ich habe doch schon mehrmals vergeblich versucht, ihm etwas anzubieten.
Für alle Fälle habe ich die Speisen dagelassen. Vielleicht isst er etwas, wenn er allein ist. Aber wie soll er allein essen, wenn er doch sein Augenlicht verloren hat? Ich weiß es nicht. Saulus. Benjamin. Saulus. Wo bist du gewesen? Ich habe schon seit Tagen nach dir gesucht. Ich war in Galiläa. In Galiläa? Was hast du da gemacht? Ich habe Jesus von Nazareth sprechen hören. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, Saulus. Jesus von Nazareth? Du willst also wirklich, dass ich nach Nazareth gehe? Ich soll diesem Tischler zuhören? Diesem Scharlatan, der von sich sagt, er sei der Erlöser? Scharlatan? Ich habe ihn zu großen Menschenmengen auf dem Berg sprechen hören. Gnade und Liebe klangen aus jedem seiner Sätze. Er sprach mit Weisheit und Autorität, Worte, die wir noch nie zuvor hörten. Er ist wunderbar, ganz außergewöhnlich. Tue Gutes all jenen, die dich verachten. Segne die, die dich verfolgen. Liebe deine schlimmsten Feinde. Und bete für die, die dich hassen und verfolgen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn du ihn auch gehört hättest, Saulus, du würdest anders denken. Ich würde anders denken? Hast du den Verstand verloren? Glaubst du wirklich, er ist der Messias, der Erlöser? Komm wieder zur Besinnung, Benjamin. Unsere Gesetzbücher und die Propheten sagen übereinstimmend, dass der Messias als König der Juden kommen wird. Und er wird in Bethlehem geboren werden. Er wird nicht irgendein Bettler sein. Willst du wirklich, dass ich diesem Nazarener vertraue? Sei ganz ruhig, Saulus. Sein Geburtsort ist nicht Nazareth. Erinnerst du dich nicht, dass Kaiser Augustus eine Volkszählung angeordnet hatte? Und dass sich jeder Mensch in seiner Geburtsstadt einschreiben lassen musste? Zu dieser Zeit verließ Maria seine Mutter Nazareth, wo sie lebte, und kam nach Bethlehem. Weil ihr Mann Josef ein Nachkomme Davids war. Sie war schwanger mit Jesus und hat ihn dort auf die Welt gebracht, verstehst du? Ich kenne dich nicht mehr, Benjamin. Du hast dich verändert. Geh mir aus den Augen. Ich versichere dir, Saulus, ich habe dir die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit? Ja, du hattest recht, Benjamin. Habt ihr Angst? Warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so schwach? Hat nicht unser Herr Jesus Christus, der Messias, versprochen, uns in Notzeiten beizustehen? Wie sollen wir denn ohne Furcht sein, Bruder? Er hat uns in Jerusalem verfolgt und wir sind geflohen. Und jetzt kommt er nach Damaskus und will uns hier gefangen nehmen. Soll das heißen, dass ihr den lebendigen Gott anzweifelt? Aber wissen wir denn nicht, dass Jesus, der Messias, uns befohlen hat, liebet eure Feinde? Und sollen wir nicht für sie beten? Lasst uns jetzt beten. Für all jene, die uns hassen und alle, die uns verfolgen. Und vor allem beten wir für Saulus. Wie viel habe ich schon für ihn gebetet? Denn das Gebet, meine Kinder, ist mächtig und wirkungsvoll. Ja, Gott hört uns und will uns eine Antwort geben. Im Namen Jesu des Erlösers. Amen. Amen. Nun hört zu. Es ist schon sehr spät geworden, meine Kinder. Ich erwarte euch gleich morgen früh wieder hier. Ihr müsst alle vertrauen, auf den lebendigen Gott vertrauen.
Friede sei mit euch. Geht mit Gott, meine Kinder. Der Herr segne euch. Lebendiger Gott, verwandle unsere Herzen, die hart wie Stein geworden sind, und mache aus ihnen lebendige Herzen, die für deinen Namen schlagen. Wer ist dieser Mann, der da betet? Und wo betet er? Zu wem betet er? Oh, mein Gott. Alles ist möglich durch deine große Gnade. Beschütze deine Kinder und behüte deine kleine Herde, oh mein Herr. Oh mein Gott. Es ist Ananias, der Damaszener. Wer ist dieser Ananias? Er war ein Damaszener von jüdischer Herkunft. Er hat an Jesus, den Messias, geglaubt und ist sein Anhänger geworden. Er hatte einen guten Ruf und war in der jungen Gemeinde von Damaskus ein angesehener Mann. Er kam nach der Steinigung des Stephanus nach Damaskus. Dieser war der erste Jünger, der für seinen Glauben zum Märtyrer wurde. Der Ort, an dem Ananias gebetet hat, war sein Haus. Es befindet sich im Ostteil der Altstadt von Damaskus. Es ist ein unterirdisch gebautes Haus, das man über 21 Stufen und durch eine enge, dreieckige Tür erreicht. Das Tageslicht scheint durch zwei runde Fenster herein. Dieses Haus ist heute eine Kirche. Man kann sie sehen, wenn man die Altstadt von Damaskus durch das Osttor in der alten Stadtmauer betritt. Ist dies das Ende der Geschichte? Oh nein. Er hat seit 3 Tagen weder etwas gegessen noch etwas getrunken. Ich bin vollkommen ratlos. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich glaube, wir müssen einen Arzt für ihn holen. Sein Arzt ist Gott, der Herr. Oh mein Gott. Rechne ihnen diese Sünde nicht an. Oh Herr! Ananias. Ja, hier bin ich, mein Gott. Steh auf und gehe zur geraden Straße.
Frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Er betet gerade. Und in einer Vision hat er einen Mann gesehen, der Ananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Oh mein Gott! Oh mein Herr! Ich habe über diesen bösen Mann schon von sehr vielen gehört. Er ist grausam. Wie viel großen Kummer er schon deiner treuen Gemeinde in Jerusalem zugefügt hat. Und du weißt, mein Gott, es kommt noch viel schlimmer. Er hat nun auch von den Hohepriestern Vollmacht erhalten, sogar hier alle grausam zu verfolgen, die an dich glauben. Ich habe so viel für ihn gebetet, oh mein Herr. Geh, Ananias, denn dieser Mann ist mein Werkzeug. Ich habe ihn dazu auserwählt, allen Völkern und Herrschern der Erde, aber auch den Israeliten, meine Botschaft zu verkündigen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Saulus aus Tarsus. Er ist hier im Haus. Ich möchte mit ihm sprechen. Komm herein. Bitte, komm herein. Zu, Bruder Saulus. Ich wurde zu dir gesandt von Jesus Christus, dem Messias, der dir auf dem Weg erschienen ist. Er hat mir aufgetragen, für dich zu beten, damit du wieder sehen kannst und vom Heiligen Geist erfüllt sein wirst. Jesu Christi, unseres Erlösers. Gepriesen seist du, oh mein Gott. Gepriesen seist du, mein Gott. Und du heißt Ananias, richtig?
Gott allein sei alles Lob. Alle Ehre sei Gott ganz allein. Gepriesen sei der Herr, unser Gott. Nun sollst du auch das hören, Saulus. Der Gott unserer Väter kennt dein tiefstes Herz. Und er hat dich dazu ausersehen, dass du seinen Willen erfahren sollst. Du wirst die Gerechten erkennen, die Worte hören, die er zu dir sprechen wird. Du bist dazu auserkoren, sein Zeuge zu sein. Und du wirst allen Menschen verkünden, was du gesehen und was du von ihm gehört hast. Und nun, Saulus, warum zögerst du denn noch? Komm! Komm! Nun empfange die Taufe im Namen Jesu. Komm! Ich glaube an dich, den lebendigen Gott, meinen Meister und Herrn und meinen Retter. Saulus! Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, des dreieinigen Gottes. Mein Herr, wie unendlich groß du bist! Wie unendlich groß du bist! Ich danke dir für deine unfassbar große Liebe, deine Güte und deine Barmherzigkeit. Wie unendlich groß du bist, mein Herr! Gelobt sei deine Herrlichkeit und Güte! Geschichte. Ich habe den richtigen Weg erkannt. Zuvor hatte ich Augen, doch ich konnte nicht sehen. Ich hatte Ohren, doch ich konnte nicht hören. Ich hatte ein Herz, aber ich konnte nichts verstehen. Aber nun kann ich sehen und hören. Denn Jesus hat mein Herz mit seiner Liebe und seiner großen Gnade erleuchtet. Ihr wartet auf das Kommen des Messias, des Königs der Juden. Doch der Messias, auf den ihr wartet, ist schon eingetroffen. Er ist der von euch verstoßen, der von euch verleugnet, der von euch gekreuzigt wurde. Was ist mit Saulus passiert? Hat er Jesus nicht verleugnet und seine Anhänger verfolgt? Mit dieser Gotteslästerung verstößt er gegen unser heiliges Gesetz. Wie lange wollt ihr noch auf den Messias, den Heiland, warten? Jesus ist es, über den Mose und die Propheten schrieben. Prüft die Schriften und Prophezeiungen. Sie künden von Jesus Christus. Gelobt seist du, mein Gott. Du, der du dich niemals veränderst. Und so wurde Saulus, der hasserfüllte Verfolger der Gläubigen, selbst in einen Glaubenden verwandelt, nahe Damaskus in Syrien. Nun sehen wir den Mann als gütigen und friedvollen Apostel, voller Kraft und voller Nächstenliebe. Welch eine bemerkenswerte Verwandlung! Die Worte, die er von Jesus, dem Messias, gehört hatte, veränderten sein Leben von Grund auf. Was hatte ihm Jesus gesagt? Ich bin dir erschienen, weil ich dich zu meinem Diener erwählt habe und zum Zeugen dessen, was du gesehen hast. Ich will dich zu den Menschen schicken, um ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, damit sie die Vergebung der Sünden erlangen und einen Platz neben denen finden, die durch ihren Glauben an mich geheiligt sind.
Dabei wird er erfahren, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Es ist wahr. Es ist der Beginn unfassbaren Leids. Wer Jesus nachfolgt, der wird nicht nur großen Segen in seinem Leben erfahren, sondern auch großes Leiden. Nachdem viele Tage vergangen waren, verschworen sich die Juden, um ihn zu töten. Wir müssen ihn töten. Nein, König Areter, Statthalter, soll seine Hinrichtung anordnen. Wir werden seinen Fall sofort vor den Statthaltern bringen und ihn überzeugen, dass Saulus getötet werden soll. Dann kann das Volk uns für seinen Tod nicht verantworten. Wohlgesprochen. Gehen wir gleich hin. Wann hast du davon erfahren? Ich habe gehört, dass die Priester den Statthalter aufgesucht haben und ihn gebeten haben, Saulus zu verhaften. Und wie wird es nun weitergehen, Bruder Ananias? Glaubst du, er wird ihrem Drängen nachgeben? Oh ja, das glaube ich, Judas. Aber du und unsere Brüder, ihr müsst Saulus helfen, aus Damaskus zu entfliehen. Und das müsst ihr tun, ehe unser Statthalter ihn verhaften lassen kann. Ich habe Anweisungen für euch, Befehlshaber. Ihr müsst zusätzliche Wachmannschaften zu den Toren der Stadt schicken. Wir müssen diesen Mann verhaften. Wie heißt er noch? Saulus, bevor er uns entfliehen kann. Jawohl, mein Herr. Ich werde sofort Wachen zu allen 7 Toren schicken. Der Statthalter der Stadt Damaskus unter Aretas, dem König der Nabatäer, hatte die Oberaufsicht über die nabatäische Bevölkerung, die in Damaskus lebte. Er ordnete an, alle Tore in der Stadtmauer strengstens zu überwachen, um Saulus gefangen nehmen zu können. Damaskus war in der Antike berühmt für seine hohe Mauer, die die gesamte Stadt umgab. Hier ist die Mauer zu sehen. In die Mauer waren mehrere Häuser gebaut, von deren Fenster aus man aus der Stadt hinaussehen konnte. Dies ist das Kisan-Tor und genau darüber liegt jenes Fenster, durch das Saulus geflohen ist. Es hat die Jahrhunderte überdauert und erinnert noch heute an dieses denkwürdige Ereignis. Ich bin in der Pauluskapelle, benannt nach dem Apostel Paulus, dem Apostel der Völker, der von Damaskus aus in die Welt zog. Die Kapelle wurde im Jahr 1925 am Tor Bab Kisan in der uralten Stadtmauer von Damaskus erbaut. Saulus konnte den Menschen, die ihn töten wollten, entkommen. Er versteckte sich eine Zeit lang in dieser Höhle und dadurch hat er überlebt. Dies genau ist die Höhle, die uns als steingewordener Zeuge an damals erinnert.
Sie erzählt uns die Geschichte von Saulus, dem heiligen Paulus, dem Apostel der Völker, der von Damaskus aus weit in die Welt hinausgezogen ist. Dieses Kloster, Pauluskloster genannt, wurde über der Höhle erbaut. Hier sehen wir Saulus, wie er in die arabische Wüste zieht. Er wollte in das Königreich der Nabatäer. Dort ist er ungefähr 2,5 Jahre geblieben und er wartete, bis sich die jüdischen Oberhäupter beruhigt hatten. Dies gab ihm Zeit für eine lange Zwiesprache mit Gott. Diese Region Arabiens ist heute bekannt als Basra Scham oder Haran. Sie befindet sich südöstlich von Damaskus. Saulus oder auch Paulus suchte Zuflucht in dem Dorf Hana, das heute El Masamje heißt. Es war die größte römische Garnison in Arabien. Die meiste Zeit verbrachte er dort mit Lesen, Nachdenken und Beten. Und es heißt, er habe als erster den Nichtjuden in Arabien die frohe Botschaft Jesu Christi gepredigt. Nachdem er 2,5 Jahre in dem heutigen Haran verbracht hatte, kehrte Saulus nach Damaskus zurück, um sich nach den Jüngern und seinen Glaubensbrüdern zu erkundigen. Dann brach er nach Jerusalem auf. Dies ist Saulus, unser Bruder aus Tarsus. Fürchtet euch nicht vor ihm. Bruder Barnabas! Aber dieser Saulus aus Tarsus hat viele unserer Brüder und Schwestern verfolgt. Wir haben gehört, er hätte sich geändert. Aber wir haben es nicht geglaubt. Ja, ich weiß wohl, was er getan hat. Aber ihr wisst noch nicht, was ihm widerfahren ist und was für ein Mensch er jetzt geworden ist. Meine Brüder, ich gestehe meine Sünden vor euch. Ich habe seit jeher versucht, so gut ich es nur konnte, Gott wohlgefällig zu sein. Doch dann ist mir Jesus Christus auf meinem Weg nach Damaskus erschienen. Er ist dir erschienen? Wie ist er dir erschienen? Er wird euch seine Geschichte erzählen. Barnabas war ein friedliebender Mann. Er wollte eine Brücke schlagen zwischen Saulus und den Aposteln. Barnabas, dessen Name Sohn des Trostes bedeutet, wurde seinem Namen gerecht. Und so hat Saulus beschlossen, mit den Aposteln zu ziehen. Und er ging mit ihnen hinaus in die Welt, um allen Menschen von Jesus zu erzählen, dem Messias. Und überall versuchten die Juden, ihn zu töten. Bitte hört, was ich zu meiner Verteidigung zu sagen habe. Ich bin in der Tat ein Jude, geboren in Tarsus. Doch ich wurde in dieser Stadt hier erzogen. Mein Lehrer war Gamaliel. Ich wurde ausgebildet im Gesetz unserer Väter und kämpfte leidenschaftlich für Gott, so wie ihr es heute auch tut. Hart bin ich gegen die neue Lehre vorgegangen und habe sie auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen, jeden Alters habe ich in Ketten legen und ins Gefängnis bringen lassen. Der hohe Priester und auch der hohe Rat können Zeugnis davon ablegen. Von ihnen ließ ich mir Empfehlungsbriefe an die jüdische Gemeinde in Damaskus geben, um auch dort die Gläubigen zu verfolgen und festzunehmen und in Ketten nach Jerusalem zu bringen, zur Bestrafung. Saulus. Saulus aus Tarsus? Er ist in Damaskus? Nein, nicht in Damaskus, aber er ist dem Tod entronnen. Er ist dem Tod entronnen? Aber wie denn? Die Juden in Jerusalem hatten beschlossen, ihn zu töten. Aber als unsere Brüder davon erfuhren, brachten sie ihn heimlich nach Caesarea. Und von dort aus schickten sie ihn in die Stadt Tarsus. Habe ich dir nicht gesagt, dass der Herr uns beisteht? Gelobt seist du, o Herr. Ewig sei dir Preis und Dank. Wir danken dir, o Herr. Hab Dank. Die Gläubigen, die wegen der Christenverfolgung aus Jerusalem geflohen waren, kamen bis Phönizien, Zypern und Antiochia. Das Evangelium verkündigten sie aber nur den Juden.
Lediglich ein paar Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, predigten auch den Griechen die frohe Botschaft von Jesus Christus. Als die Gemeinde in Jerusalem von dieser Entwicklung erfuhr, schickten sie Barnabas dorthin. Denn er war ein sanfter und guter Mensch, stark im Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Er, der Gottes Wirken selbst gesehen hatte, ging sofort nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Weil die strahlende Leuchtkraft des Lichts meine Augen geblendet hatte, führten meine Gefährten mich bei der Hand in die Stadt Damaskus hinein. Der Mann, von dem wir sprechen, er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Jesus, der aus Nazareth kam, war erfüllt vom Heiligen Geist und von göttlicher Kraft. Er kam, um Gutes zu tun und alle Menschen zu heilen, die dem Teufel verfallen waren. Doch sie töteten ihn, indem sie ihn an das Kreuz schlugen. Aber Gott erweckte ihn am dritten Tag von den Toten. Und er ist von vielen Zeugen gesehen worden. Er wurde gesehen, so wie Saulus euch heute auch erzählt hat. Euch sollte die frohe Botschaft des Messias zuerst verkündet werden. Weil ihr sie aber nicht annehmt und ihr euch des ewigen Lebens, das er uns verspricht, als nicht würdig erweist, wenden wir uns jetzt an die Nichtjuden. Denn so hat der Herr es uns aufgetragen. Ich habe dich zum Licht der Völker gemacht. Du sollst das Licht der Erlösung in alle Welt tragen. Ja, meine lieben Brüder, Jesus ist von Gott berufen worden. Er soll über die Lebenden und Toten richten. Von ihm haben alle Propheten gekündet, dass alle, die ihm im Glauben folgen, die Vergebung ihrer Sünden erfahren werden. Warum so eilig? Ich will unbedingt Saulus und Barnabas sprechen hören. Bist du jetzt etwa ein Anhänger von diesem Saulus? Ich bin ein Anhänger von Jesus Christus. Ich bin ein Christ. Ich bin ein Christ. Es ist wahr. In Syrien wurden die Jünger zuerst als Christen bezeichnet. Bruder Barnabas, ich möchte von dir getauft werden. Ich möchte getauft werden. Ich glaube an Jesus Christus, den Messias, meinen Meister, meinen Retter und meinen Herrn. Saulus und Barnabas blieben ein ganzes Jahr lang in Antiochia und lehrten und predigten das Wort Gottes. Eine große Zahl Menschen schlossen sich der Gemeinde an. Dann segelten sie weiter nach Zypern und nahmen Johannes Markus als ihren Helfer mit. Gemeinsam predigten sie das Evangelium in den Synagogen der Juden. Als sie die ganze Insel bis zur Stadt Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten. Einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Dieser Mann stand im Dienst des Statthalters Sergius Paulus. Nun, Zauberer, du weißt, ich bin ein großer Bewunderer deiner Zauberei und deiner Künste. Und ich würde sehr immer gern... zu euren Diensten, mein Herr. Alles, was ihr befehlt, wird auf der Stelle geschehen, oh mein Statthalter. Gut, dann zeige uns deine Zauberkunst noch heute, Elimas. Obwohl der Statthalter Sergius Paulus von den magischen Künsten dieses Zauberers durchaus fasziniert war, ist er ein sehr intelligenter Mann gewesen. Er ließ nach Barnabas und Saulus rufen und wollte von dem Mann hören, der gekreuzigt worden war, aber am dritten Tage von den Toten auferstanden war. Er ist gestorben und am dritten Tag von den Toten auferstanden? Und er ist dir erschienen, Saulus, als du auf dem Weg nach Damaskus warst? Wenn all eure Worte wirklich wahr sind, dann lebt euer Gott und er ist wunderbar. Oh, mein Statthalter! Wie ich sehe, glaubt ihr denen. Ihr dürft ihnen nicht glauben. Beide sind Lügner. Du bist voller Arglist und voller Bosheit. Du bist ein Sohn der Hölle. Du bist ein Feind der Gerechtigkeit. Wann hörst du endlich auf, Gottes Wort zu verdrehen? Nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich. Du wirst jetzt erblinden und die Sonne eine Weile nicht sehen können. Nein! Ich kann nicht sehen!
ist deine Zauberkunst jetzt, du Scharlatan? Ich sage euch, ich glaube wirklich an euren Messias. Meine Augen! Ehre sei dem Herrn. Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei der Herr. Es wird gern erzählt, dass Saulus aus Tarsus seinen neuen Namen Paulus nach dem Statthalter von Zypern gewählt hat, Sergius Paulus. Weil dieser sich als erster Nicht-Jude in führender Position zum christlichen Glauben bekannte. Ja, er glaubte nun an den Messias. Durch Saulus hatte er sich bekehrt. Und dieser Saulus wurde dann zum Paulus. Sein ganzes Leben stellte er in den Dienst der Verbreitung des Wortes Gottes, der Verkündigung des Evangeliums. Hier haben wir angefangen und von hier aus sind wir aufgebrochen, in Damaskus, der antiken Stadt, die auf festen Stein gebaut ist. Einer Stadt, die aus Steinen besteht, die sprechen können. Diese Steine haben uns so viel über die Geschichte des Christentums erzählt, als der Apostel Paulus über dieses Land ging und die frohe Botschaft Gottes darin aussäte, bis die Kunde davon wie ein Baum starke Zweige bekam, damit die ganze Welt in seinem Schatten Platz findet. Dies ist Damaskus, in dessen Himmel die Sonne der Wahrheit und Gerechtigkeit hell erstrahlte und der Welt Heilung schenkte. Das Licht der Wahrheit, Jesus von Nazareth, hat an diesem Ort den Christenhasser Saulus getroffen. Er hat sein Leben verändert und ihn zu dem Menschen gemacht, den wir heute als Apostel Paulus kennen. Der Apostel Paulus, der allen Völkern die Botschaft von Liebe, Frieden und Erlösung überbracht hat. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnisse und besäße alle Glaubenskraft, sodass ich Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe ereifert sich nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwill. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie hofft alles. Die Liebe hört niemals auf. Wenn aber das Vollkommene kommen wird, so wird alles Stückwerk vergehen. Jetzt sehen wir in einem Spiegel nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.